A pregnancy back on again because she'll be pregnant again immediately after that. Whatever, she doesn't have to do it immediately. She can just month or a week or 2 months or 3 months, whatever she feels like it. She can get pregnant again, then turn a pregnancy back on again. No argument, no fighting. So kangaroos eat, sleep and play. And so when people call it boxing, we call it sparring. It's really playing. It's like two teenage boys out bashing each other up, but they're really just having a good time. They come down here and they'll just put their head in like mum's pouch and just do a somersault themselves, and then they just go in here. And so when they want to, they just get up themselves, just stand up in there and just jump out the outside. And just down here, if they're really fighting, just have a look in. Nachdem wir die letzten Nächte kein wirkliches Bett hatten, wir sind gestern... Was heißt die letzten Nächte? Seit einer Woche oder so? Keine Ahnung. Wir sind gestern mitten in der Nacht angekommen. Dann war dort zum Glück ein Shuttle, 25 Kilometer von der Stadt, wo wir hin wollten, weg. Das uns dann zum... Mitten im Nirgendwo. Wirklich, da ist der Hund verreckt. Dort wurden wir dann abgeholt, wurden zu einem Hostel geschafft und durften dort auf der Couch schlafen. Schön offen, schön im Freien. Hätten wir uns auch auf den Dollar hauen können. Ja. Und ja, und diese Nacht haben wir quasi, sind wir wieder um zwei gefahren und haben dann im Bus geschlafen und frieren und laufen in unseren Winterjacken einfach mal durch das sonnige Australien. Und so sehen die anderen aus dort vorne. Thank you.
Brisbane. Ich bin ziemlich erschöpft, weil ich gerade tausende Berge hochgelaufen bin mit meinem Koffer. Es gibt Momente, da denke ich mir, das ist vielleicht doch nicht das Richtige mit dem Koffer. Und ich laufe gerade zu meinem Couchsurfing-Host und hoffe, alles klappt. Ich bin noch etwas traurig, weil ich mich vorhin von Patty verabschieden musste. Aber wir sehen uns vermutlich in 2 Wochen wieder. So, mein erster Morgen in Brisbane. Eine ziemlich schöne Aussicht. Das war mein Bett. Gestern den wundervollsten Tag überhaupt in Brisbane und bin dann abends auch noch zum nach der Arbeit Drink und Geburtstagsreinfeierrunde von meinen Couchsurfing Hosts gegangen. Also die haben mich einfach mitgenommen und die meisten arbeitenden Leute gehen dann halt abends noch in eine Bar oder sowas. Ja, waren eigentlich die meisten auch älter als ich, aber das war eigentlich ziemlich cool. Also ich habe mich relativ schnell mit so einem britischen Pärchen angefreundet und dann noch mit einem Nicaraguaner und dann sind wir zu viert noch was kurz essen gegangen, hatten einen super lustigen Abend, dann auch noch mit einer Amerikanerin und heute bin ich dann eigentlich nur durch Brisbane gelaufen mit meinem ganzen Gepäck, um in den Bus zu steigen. Bin hierher gefahren nach Byron Bay
und zu dem Hostel, wo ich hin wollte, gefahren mit dem Shuttle. Die hatten natürlich nichts mehr frei, sämtliche anderen Hostels auch nicht, weil Wochenende ist. Und jetzt bin ich in einem Hostel für $30 die Nacht und ziemlich fertig. Kann man irgendwie nicht so viel machen und das einzige touristische, was man machen kann, ist quasi zum Cape Byron zu laufen, dem angeblich östlichsten Punkt der australischen Landmasse. Dort ist auch noch so ein Leuchtturm und keine Ahnung was, und ich wollte dort schon seit Tagen hinlaufen, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit was anderes gemacht, beziehungsweise nichts gemacht, und jetzt bin ich aber auf dem Weg dahin. Chester, do you want to explain? Hola. Hola. We have created a spontaneous vegetarian lunch. And it turned out to be okay. It's a pretty dish. Yeah. Thank you.